Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um den Vergleich zwischen dem Enneagrammtypen 8 und dem Enneagrammtypen 9. Beides Bauchtypen, beide liegen im Enneagramm gleich nebeneinander. Von der Grundstruktur her, wie sie ihren Bauch ausleben, grundverschieden, können allerdings dadurch, dass sie nebeneinander liegen und dass die einzelnen Typen sich ja sehr gerne von ihren Flügeln, sprich denen, die neben ihnen liegen, so ein bisschen einfärben lassen, kann die 8 sehr viel von der 9 haben und die 9 kann sehr viel von der 8 haben. Beide haben Herausforderungen mit Wut und Kontrolle. Beide wieder, wie so häufig, auf eine völlig unterschiedliche Art. Wut, die 9 auf den ersten Blick, wird sagen, kenne ich nicht. Weil die 9 als der harmoniebedürftigste Mensch im ganzen Enneagrammfeld so sehr darauf erpicht ist, die Harmonie und Verbindung zu anderen Menschen zu spüren, dass sie diese Wut oft überhaupt nicht wahrnimmt. Wenn du neun fragst, wann warst du das letzte Mal wütend und es fällt ihnen ein, ist es in der Regel ein Moment, wo sie immer noch schlechtes Gewissen haben, weil sie überhaupt nicht verstehen, warum sie da wütend geworden sind, weil es eben eine klitzekleine Kleinigkeit war. Kann man sich so vorstellen, wie so ein großer Kessel, Topf, Drucktopf und da strömt die Wut rein, Wut rein, Wut rein. Es wird unterdrückt. Nicht bewusst bei der 9, sondern es fängt ganz, 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 ganz tief unten an. Die kriegt das selbst in der Regel erstmal gar nicht mit. Und irgendwann kommt dieses kleine bisschen Wut, was da reingeht, so ein kleines Tröpfchen, und dann macht es, ist genau das, was dieser Kessel nicht mehr aushält, und dann macht das Kabuff, und dann kommt diese ganze Wutenergie da raus. Der Anlass, wir kennen das alle, bei der 9 ist es halt sehr extrem. Und der Punkt der 9 ist daher eben, Wut eher wahrnehmen zu lernen und dann zu gucken, dass dieser Kessel nicht voll bis oben hin wird. Denn abgesehen davon, dass die anderen schadet, schadet sie sich selbst auch in der ganzen Geschichte. Wenn du die 8 fragst, Wut, was sagt dir das? Kann es dir auch bei der 8 passieren? Ja klar, werde ich oft wütend, aber ist es so zentral, sehe ich das bei mir jetzt gar nicht. Liegt daran, dass wir oft Wut mit dem völligen Ausrasten gleichsetzen. Die Art und Weise, wie die 8 ihre Meinung sagt, dass sie schon mal überhaupt die Meinung sagt im Vergleich zur 9, das ist diese Vergleichsgeschichte, aber die Art und Weise, wie die 8 ihre Meinung sagt, wie forsch, auch körperlich forsch, also mit einer, also energetisch forsch, die 8 schon in einen Raum reinkommt, die Art und Weise, wie eine 8 eine Tür aufmacht, die Art und Weise, wie eine 8 läuft, hat so viel Energie in sich und so viel Power, also in sich, dass es für andere Menschen wütend wirkt. Es ist halt eine ganz, ganz gewaltige Energie, die 8 zum Beispiel, wenn sie ihre Meinung sagt, ich bin doch nur ehrlich. Das Gegenüber empfindet es aber oft ganz anders. Und da irgendwann, das ist so der Punkt, den die 8 eben erkennen darf, aha, da gibt es etwas, das ist für mich zwar normal, aber es findet schon irgendwo was Übergriffiges statt. Also ich gebe da viel mehr Energie rein, als eigentlich als gut ist für die Situation. Kontrolle. Die 8 kontrolliert, was sie nur kann. Also die 8 ist diejenige, die, so wenn irgendwo Chaos auftritt, unbedingt möchte, dass sie alles unter Kontrolle hat. Es geht nicht darum, dass irgendetwas kontrolliert wird und dass irgendetwas so ordentlich wird, sondern dass sie diejenige ist, die es in Ordnung bringt. Also sie möchte ihre Umwelt im Griff haben und kontrollieren. Die 9 hat mit der Kontrolle die Herausforderung, hauptsächlich dann,
wenn sie kontrolliert wird. Die 9 käme von sich aus wiederum nicht auf die Idee, direkt andere zu kontrollieren, weil wenn ich andere kontrolliere, muss ich damit leben, dass ich eine nicht harmonische Situation hervorrufe. Sie kontrolliert auf ihre eigene Art und Weise passiv-aggressiv. Das heißt, wenn sie irgendetwas nicht möchte, dann verweigert sie sich einfach. Beispiel im Haushalt. Partner geht aus dem Haus und sagt zu der Neuen, du bringst dann nachher bitte den Müll raus. Anstatt, dass die Neuen jetzt sagt, du gehst doch jetzt raus, nimm ihn doch selber mit, sagt ihn, das macht ja irgendwie keinen Sinn und wenn da jetzt Wut hochkommt, kommen würde normalerweise, bekommt die Neuen das dann gar nicht mit, sondern die Neuen sagt, dreht sich rum, lässt den Partner gehen und dann ist sie da und innerhalb von kurzer Zeit ist diese Verwunderung, dieser Moment, wo vielleicht hätte Wut hochkommen können und auch der Mülleimer vergessen. Das ist dieses Wegschlafen der Neuen. Es ist nicht so, dass sie das aktiv verdrängt, dass sie sagt, nee, ich denke da jetzt nicht mehr dran und ich lasse den jetzt da stehen und ich will das jetzt nicht, sondern die Neuen dämmert weg. In diese, also für spezifisch für diese Situation ist. Das ist einfach, die denkt dann, das taucht nicht mehr auf. Raum einnehmen. Die 8 hat, also die 8 ist die inkarnierteste Fixierung, inkarnierteste Muster, was wir haben. Die ist in ihrem Körper total zu Hause. Und dementsprechend nimmt sie auch den Raum, den sie braucht, den Raum, den sie haben will, um kontrollieren zu können. Und sie ist absolut präsent da. Also die präsentesten Menschen sind die 8er. Die 9 nimmt Raum anders ein. Die 9 kann mit ihrer Präsenz, ohne dass sie es aktiv macht, einfach nur auf dem Sofa sitzen und du spürst diese Präsenz. Es ist aber nicht wie bei der 8, dieses Abgegrenzte, so hier bin ich und du kannst spüren, wo genau fängt sie an und hört sie auf mit ihrem Körper. Bei der 9 ist das wie so eine ein Energienebel, der sie umgibt. Also, und das kann auch den Raum ausfüllen. Spürst du hauptsächlich dann, wenn sie eigentlich wütend ist, es aber nicht nach außen hin zeigen kann oder selbst vielleicht noch gar nicht wahrnimmt, dann kann diese Wut wirklich den ganzen Raum einnehmen. Vielleicht hast du es schon erlebt, vielleicht noch nicht. Es ist wirklich so, wenn du in den Raum reinkommst und du spürst, du wirst selber wütend und du weißt überhaupt nicht, wo das herkommt, dann ist es, weil da die Neuen so auf dem Sofa sitzt. Und ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen. Sie sitzt dann da und liest vielleicht was sie gerade macht. Und es ist so eine verdichtete Energie an diesem Platz. Oder was passieren kann, weil die 9 diejenige ist, die möchte so gern verschmelzen. Die 9 möchte so, also die größte Angst der 9 ist, getrennt von allem zu sein. Das heißt, es gibt wenig Wichtigeres für die 9, als zu merken, es gibt doch da noch so ein anderes Fleischklöpfchen und die hat auch so einen Raum um sich rum und ich kann mit der verschmelzen, also ich kann mit der einen Teil dieses Raumes teilen. Das heißt, wenn du irgendwo sitzt und die 9 kommt von hinten ran und die rückt dir nah an den Körper ran, dann spürst du, da ist irgendwie was und es ist zwar weich, aber es fühlt sich unnatürlich an, also es fühlt sich falsch am Platz an, aber die 9, die ist dann da, rückt dir sehr, 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 sehr nahe. Du hast aber keinen echten Anlass zu sagen, das stört mich jetzt, weil, sondern ist das wirklich so dieses,
viel zu nahe treten, aber man kann gar nicht richtig begründen, woran das liegt. Das ist nicht sowas, was man manchmal hat, wenn man Menschen überhaupt nicht leiden kann. Dann hat man eher so das Gefühl, so, das ist viel, es ist noch seichter. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen beschreiben. Die größte Angst der Acht ist, verletzt zu werden. Haben wir alle. Bei der Acht ist es aber so, dass dadurch, dass sie dieses Bild von sich hat, ich bin stark und ich habe alles unter Kontrolle. Wenn diese Stärke nicht mehr da ist und sie sich nicht mehr dann, und diese Stärke sie nicht nach außen hin sowieso schon schützt, könnte sie verletzt werden. Und sich verletzlich zeigen ist, überhaupt seine eigene, die eigene Verletzlichkeit wahrzunehmen, dass sie da ist, ist ganz schwierig. Die Neun, wie gehabt, hat Angst. Die größte Angst ist vor Trennung. Also es ist ja nicht so, dass Achter nicht gerne einen Partner haben und auch nicht gerne, also es gibt ja solche und solche, aber da gibt es auch viele, die sagen, ach, ich habe einen Partner und wir gehören zusammen und so. Bei der Neun geht es aber wirklich um dieses Verschmelzen. Es geht darum, die Grenzen zwischen meinem Partner und mir nicht mehr spüren zu müssen. Also über diese körperliche Begrenzung hinaus uns als Einheit wahrzunehmen. Oder auch andere Menschen, nur ein Partner kann man sich meistens am besten vorstellen, oder in Freundschaften. Wo die Acht schon dieses klare Ding hat, hier bin ich, da bist du und wir gehören zusammen. Also zwar wie so zwei so Teilchen, die so, ne, so die sich so magnetisch anziehen und dann gehören die zusammen. Geht es bei der Neun wirklich darum, diese Begrenzung, die wir hier haben, aufzulösen. Also dieses wirklich sich als Einheit zu sehen, nicht mehr als zwei Partikelchen, die zusammengehören, sondern dass das zu einer Einheit wird. Der Umgang mit der Welt ist eben auch noch so eine Sache. Die Acht hat dieses Gefühl, ich bin stärker als die Welt und ich mache mir die Welt so, wie sie gehört. Und wer da nicht mitspielt, der hat verloren, soll er halt gehen. In meiner Welt ist das so und so. Die Neun achtet hauptsächlich darauf, sich an die Welt anzupassen, um verschmelzen zu können, um Harmonie zu spüren. Ja, und also um alles als Einheit wahrnehmen zu können. Das liegt sehr, sehr, sehr im Vordergrund. Also es sind beide können natürlich beides haben, wobei dieses Ich bin stärker bei der Neun definitiv nicht vorkommen wird. Aber auch Neuner können ja agieren und können auch gerade in Berufen oder in Familien, wenn es darauf ankommt, auch mal ins Kontrollieren kommen. Ist sehr selten und es ist definitiv nicht der Schwerpunkt. Also da geht es vielmehr, die Harmonie zu bewahren und uns alle so als Gemeinschaft zusammenwachsen zu lassen. Und bei der Neun geht es darum, bei der Acht geht es darum, Kontrolle und ich habe es im Griff. Ich hoffe, ich konnte dir und euch weiterhelfen mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Wenn du noch mehr mitbekommen möchtest über Enneagramm und andere Themen, nächste Woche starte ich die Runde zu Burn into Life, weil ich festgestellt habe, also ich habe vor 10 Jahren einen Burnout gehabt, dass die Themen, die ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe, in die heutige Zeit sowas von reinpassen und wir alle ja also viele von uns teilweise kurz davor sind, nicht mehr zu wissen, wo sind wir hier zu Hause, wie sollen wir das alles überhaupt noch auf die Reihe kriegen, dass ich beschlossen habe, da ein paar Videos zuzudrehen. Habe ich schon gesagt, gerne auch einen Kanal abonnieren, egal welches von den beiden dich interessiert und dann freue ich mich auf dich. Bis ganz bald, deine Kirstin.